Hier irgendwo ein Sofa? Nee. Ich wollte zumindest mal gucken. Es gefällt mir irgendwie gar nicht. Aber von irgendwo hier muss ja auch der Anlegesteg dann gewesen sein, wo die mit dem Boot angelegt haben, wo sie den Jungen hergebracht haben. Ach du. Gut, dass Jordan nichts wiegt. Ja. Yep. Habe ich mir auch gerade so gedacht. Aber gut, wer natürlich auch sein ganzes Leben lang nur in einem Käfig sitzt und die Welt sich vorstellen darf, der kann natürlich auch nichts wiegen. Ne? Muss man ja mal dazu sagen. Also ein wirklich erfülltes Leben hatte Jordan bisher ja nicht. Ah, da ist ein Speichersofa. Komm, Yoda, wir parken hier mal. Ich weiß, dass ich gerade erst gespeichert habe. Ich möchte trotzdem speichern. Danke. Ey, das wird so absolut keinen Spaß machen, wenn ich diese Parts dann cutten muss. So. Sinnvoller wäre es dann wahrscheinlich, irgendwo ein Fast Forward einzubauen. Bei so viel Rotze, die ich einfach jedes Mal verkackt habe. Zugdrücke. Das ist eine coole Ansicht. Finde ich. So ist aber schon ein bisschen komisch, ne, wenn sie so steht. So. Das sieht ein bisschen so aus, als würde er sich irgendwie einen Nacken brechen oder sowas. Ja, du kannst ja bestimmt hier hochklettern, oder? Ja. Hab ich doch vermutet. Ja, aber vermutlich. Vermutlich haben sie es genau daher. Kann ich diese Steine hochnehmen? Nee. Gut, ich dachte schon. Ja, ich habe auch so leichte Last Guardian Zuckungen gerade. Weil ich da an eine gewisse Stelle denken muss bei einem gewissen Streamer, der da. Ach, das hat er überlebt, ja? Das kannst doch keinem erzählen. Und mir dann einfach nur jedes Mal so denke, diese arme, arme Sau. Und jetzt denke ich mir, ich spiele Ico. Wer ist schlimmer dran? Weil Last Guardian hat wenigstens nicht diese Panzersteuerung.
probier noch mal ganz kurz. Ist hier sonst noch was? Nee, da drüben ist das Sofa. Gut. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Wo ist meine Prinzessin? Da ist meine Prinzessin. Hallo. Kann gerade nicht. Meine Prinzessin! Das Schöne ist, mit dem Mace brauchst du jetzt wirklich gerade nur zwei Schläge und dann sind die hin großartig. Also dafür ist er halt echt praktisch, ne? Gut! Oh nein, ist das wieder so ein Unendlich-Spawn-Ding? Ich sehe da unten nur so ein drehendes Rad und eine Leiter und habe gleich schon wieder böse Flashbacks. Im Übrigen habe ich gerade beschlossen, die restliche Stunde, die wir jetzt noch machen, wo wir eigentlich Animal Crossing gespielt hätten, die spielen wir jetzt noch Eco. So, jetzt sind wir einmal so weit gekommen, jetzt will ich das hier weitermachen. Vielleicht ein bisschen. Ein Fernseher will sich gerade ausschalten. Das ist ein bisschen unpraktisch. Nein, 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 nein. Nicht rückwärts, Ico. Nicht rückwärts. Vorwärts. Gut so. Wir haben es gleich geschafft. Gleich haben wir es geschafft. Guck mal, da ist ein Speichersofa.
Wenn ich die Hitbox richtig treffe, dann kommen wir hier auch rum. Ja, diese Speicher-Ding-Musik, ne? Ich könnte mich da jedes Mal wieder drüber beömmeln. So dieses ganze Spiel einfach komplett nur Atmosphäre und dann diese Speichermusik so. Und sprich in die Tod? Nein. Hätte ich von mir jetzt erwartet. Ja, das täuscht gewaltig. Man mag das gar nicht so glauben im ersten Moment, aber das täuscht gewaltig. So, ich befürchte, ich muss dich da oben lassen, Yoda. Bitte werd mir jetzt nicht verschleppt. Aha. Ja, ich sehe, was du vorhast. Oh ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich an diese Szene. Die ist so episch. Ja. Und du kannst sie einfach so versauen. So, ganz ehrlich, wäre mir genauso passiert. So, du siehst, wie ich hier unterwegs bin. Das ist dasselbe. Dasselbe in Grün. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht der richtige Weg ist, wo ich gerade bin. Ja, aber ganz ehrlich, wir alle lieben Trico. Ich glaube nicht, dass die Kette... Die lässt das nicht runter, oder? Nee. Ich hatte gehofft, dass diese Kette die Brücke runterlässt, aber nee, tut sie nicht. Mein Fehler. Ich hab ihn sogar zum Kacken gebracht. Ganz ehrlich, wenn sie kacken und dabei immer noch niedlich sind, dann ist das Beste, was dir passieren kann. Das war ein Achievement, ja, ich weiß. Es macht es nicht besser, aber ja, ich weiß.
War lustigerweise eins der ersten Achievements, die Mo damals gekriegt hat. Genau deswegen fand ich es so lustig. Oh, mal gucken. Langsam fange ich an, ein besseres Verständnis für dieses Spiel zu entwickeln. Aber auch nur so langsam. Ich glaube, ich bin hier zu früh an dieser Ecke. Wahrscheinlich muss ich hier später irgendwas machen. Fall bitte nicht in deinen Tod. Ja, naja, wie gesagt, also Mude hatte das relativ direkt am Anfang gekriegt. Es war wahrscheinlich einfach nur Glück. Wenn das mehr oder minder zufallsabhängig ist. Aber ich fand es halt schon ziemlich lustig. So, dass er fast direkt unmittelbar am Anfang einen kackenden Trikot hatte. Ja, ist okay. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Dynamit Physics. Lustige Geschichte. Ist das. Hab noch nie eine Bombe so springen sehen. Oh, ich will immer. Ich drücke immer die falsche Taste, wenn ich werfen will. Habe ich. Gut. Die Frage ist, schaffe ich das mit dem Stock so schnell jetzt darüber? Und wehe, du bist dann gleich nicht mehr da, du. Dann bin ich aber pissig, du. War ein hartes Stück Arbeit, dich zu kriegen. Tschüss, Iko. Immer das Gleiche. Ah, du.
Das war ein 1A-Wandsprung. Aua. Das war bestimmt eine Rippe. Aber hier ist aber auch... Nee, hier ist wirklich kein Schalter oder so. Also diese Stelle hier hat wirklich sehr viel von Last Guardian. Beziehungsweise Last Guardian hat sehr viel von dieser Stelle. Trifft das wohl eher. Ich habe übrigens keine Ahnung, ob das richtig ist, was ich hier mache, aber ich finde es gerade tierisch witzig. Tschüss, Bombe! Also allzu viele habe ich nicht mehr, ne? Das war auch nicht der richtige Winkel. Vor allem, wenn ich mir vorstelle, ich hätte das als Kind gespielt, so 2004 oder so, wo ich gerade meine PlayStation gekriegt hatte. Ich wäre so ausgerastet, ich hätte das nie abgeschlossen. So, ich wäre da, irgendwann wäre ich so enraged gegangen, glaube ich. So, mittlerweile bin ich alt, da sehe ich das Ganze ruhiger. Okay, in 5 Minuten. Du scheiß Teil!
Danke, geht doch. Warum nicht gleich so? Ey, Yuki wäre der weibliche Mirko gewesen, ne? Nein! Mein Stock ist ausgegangen! Ey, das schaffe ich doch niemals darüber. Die Bombe direkt anzünden und rüberwerfen? Geht das vielleicht? Fun Fact ist, ich habe, glaube ich, 2009 sogar schon Let's Plays aufgenommen. Ich bin mir nicht mehr sicher, weil mein alter YouTube-Kanal existiert nicht mehr. Also der ganz, ganz alte, mein allererster.